Ja, hallo Freunde. Heute bin ich hier auf dem Waldfriedhof und eben, ich wollte euch mal ein paar Sachen erzählen, was mich hier in unserem Land in letzter Zeit ziemlich auf den Geist geht und ziemlich ärgert. Es ist einfach so, ich habe neulich auch mal, vor noch gar nicht so langer Zeit, mal ein Short-Video rausgebracht. Das hieß Deutschland, den deutschen Ausländer, denkt euch den Rest. Naja, ich möchte es jetzt nicht aussprechen. Und es ging um die Jugendlichen, die auf Sylt eben zu einem bekannten Techno-Song eben Deutschland, den deutschen Ausländer rausgerufen haben. Ja, ich muss sagen, es hat mich schon ziemlich aufgeregt und ziemlich geärgert, was da gelaufen ist. Allerdings, wie sich die Sache nun weiterentwickelt hat, das finde ich alles andere außer toll und amüsant und prickelnd. So wie es ausschaut, wird hier in diesem Land mit zwei Maßstäben gemessen. Naja, ich werde sagen, ich werde mir mal die Beine hier ein bisschen vertreten auf diesen wunderschönen Friedhof. Ja, warum der Friedhof? Ja, es ist einfach so, es ist eine Sache, ja, wo ich eigentlich auch sagen kann, wie groß dieser Friedhof ist und dass dieser Friedhof immer noch wächst. Eben war eben auch noch eine Beerdigung. Deswegen habe ich ein bisschen warten müssen mit meiner Aufnahme, bis ich endlich starten konnte. Ich wollte da nicht in die Beerdigungsgesellschaft hineinplatzen mit meiner Kamera. Das wäre wirklich nicht passend gewesen. Naja, aber jetzt komme ich mal zum Punkt. Eben, es geht hier in diesem Video um den Tod, um vermeidbaren Tod. Was in Sylt eine lustige Sache war, ja, für die Jugendlichen Deutschland, den deutschen Ausländer rauszugrölen, ja, ist es eine. Jetzt frage ich euch mal ganz ehrlich daran, schön ist sowas sicherlich nicht. Ich finde das auch nicht schön, wenn jemand so etwas rauslässt, wenn jemand sowas grölt. Er betrifft ja damit alle Ausländer, ja, und nicht diejenigen, die Ausländer, für die es passend wäre. Ja, es ist leider so, ihr wisst, was in Mannheim passiert ist. Ja, ein Polizist wurde erstochen von einem Immigranten. Dann kurz drauf ging es weiter. Ja, der 20-jährige Philippus, ein Deutsch-Grieche, wurde totgeschlagen von einem syrischen Immigranten. Und nun, noch gar nicht so lange her, wurde ein 55-jähriger eine Treppe an den Bahnhof runtergestoßen. Der 55-jährige erlitt ein Schädeltrauma und ist daran verstorben. Der Täter war ein Marokkaner. Alle von diesen drei Tätern haben eine Gemeinsamkeit. Sie haben keinerlei Bleiberecht gehabt in Deutschland und hatten eigentlich hier in Deutschland überhaupt nichts zu suchen. Darüber redet niemand. Aber wenn jetzt einer brüllt, Deutschland den deutschen Ausländer raus, ja, dann ist es so, ja, was sagt man dazu? Das ist rechtsextrem, ja, einfach nur rechtsextrem, sagt man dazu. Und das gehört bekämpft mit allen Mitteln, ja, die der Frau Faeser nur einfällt. Als erstes geht hier ein herzliches Beileid raus an die Angehörigen von den jungen Polizisten in Mannheim. An alle Angehörigen,
auch von Philippus und auch an den 55-Jährigen, der neulich erst die Treppe runtergestoßen worden ist. Ja, es tut mir sehr, sehr leid, es tut mir sehr, sehr weh, was da passiert ist. Und ich muss auch sagen, der Grund, warum es passiert ist, dies ist politisches Versagen. Hier an dieser Stelle möchte ich Frau Nancy Faeser auffordern für den Rücktritt. Bitte treten Sie zurück, Sie können es nicht. Sie haben es uns bewiesen, Sie können es nicht. Deswegen treten Sie zurück. Es hat keinen Wert, es funktioniert wirklich nicht. Und obendrein, diese Manier, wo momentan hier in Deutschland seit 2015 läuft, es kann so wirklich nicht weitergehen. Ich möchte jetzt mal nichts Böses sagen. Da oben läuft einer mit dem Rasenmäher rum. Ja, mit dem Rasen. Ist auch notwendig, ne? Derjenige, der den Rasenmäher bedient, ist ein Kohlrabenschwarzer, ein städtisch Angestellter. Gegen diese Ausländer habe ich nicht im geringsten etwas. Ich habe aber etwas gegen Ausländer, die hierher kommen und nur noch Mist bauen, morden, vergewaltigen und sonstige Schindluder treiben. Gegen die habe ich sehr wohl was. Und ich finde, es ist an der Zeit, dass solche Dinge nun endlich mal bekämpft werden. Die Gewalt kommt nicht nur von rechts. Merkt ihr was? Die Gewalt kommt nicht nur von rechts. Die bösen, bösen Rechten, die bösen, bösen Rechten. Die Gewalt kommt auch sehr oft aus dem Ausland. Leider, traurig aber wahr. Ja, also man kann wirklich sagen, dass diese Manier Multikulti wirklich gescheitert ist. Es ist wirklich so. Und nun fragt es mich nur, was soll noch alles passieren? Viele, die meisten, möchte ich mal behaupten, haben es eigentlich schon kapiert, dass es so nicht funktioniert. Hier in unserem Land. Ja, ich hoffe nur, dass so langsam aber sicher unsere Politik aufwacht und diese Sache endlich mal ernst nimmt und endlich mal etwas dagegen tut. Wie hoch muss der Blutsold noch sein, bis sich da endlich was passiert? Hat überhaupt schon jemand, warum hat überhaupt jemand sterben müssen deswegen? Das fragt es mich immer bei dieser Sache. Warum? Warum? Für was und für wen? Ich habe mich damals so geärgert darüber, dass unser Bundeskanzler Olaf sich zu Wort gemeldet hat wegen diesen blödsinnigen Getue auf Sylt. Ne? Da hat sich selbst der Bundes-Olaf zu Wort gemeldet. Eins muss man ihn lassen. Bei dem Polizistenmord in Mannheim hat er sich auch zu Wort gemeldet. Aber es sind immer noch zwei offen. Und warum diese Leute offen bleiben, warum das Statement von ihnen dort offen bleibt, kann man sich auch ganz, ganz leicht erklären. Warum er dazu nichts sagt, der Polizist war immerhin ein staatlich Angestellter, ein Beamter. Während die anderen zwei Privatbürger waren. Ein 55-jähriger Deutscher und ein 20-jähriger Deutsch-Grieche. Tja, eben. Bei Philippus, der 20-jährige Deutsch-Grieche, da ist es sowieso ein bisschen ein Rätsel für mich, wieso er eigentlich sterben musste. Ja, wo ich eigentlich im Großen und Ganzen schon so langsam aber sicher ein bisschen am Verzweifeln bin an unserer Gesellschaft. Ja,
Man weiß es nicht so genau. Und es ist schwierig, darüber etwas zu sagen. Aber in denen, dass Philippus, das ist sein Kennzeichen, für seinen Glauben getragen hat, das könnte hinkommen, das könnte möglich sein, dass es sein Todesurteil war. Ja, also Philippus trug an den Abend, nachdem er seine Schwester vom Abiball abgeholt hat, ja, trug er um den Hals eine Kette mit dem Kreuz, wie es viele tragen, wenn sie den christlichen Glauben haben. Auch ich habe den christlichen Glauben, auch ich bekenne mich als Christ. Und ehrlich gesagt, der Angreifer war offenbar ein Mohammedaner. Wenn das jetzt der Grund ist, dass dieser Mohammedaner den Glauben von Philippus nicht akzeptiert hat, dann möchte ich mal wirklich sagen, wir laufen auf ein Riesenproblem zu. Wir laufen auf ein Riesenproblem zu. Und das kann es wirklich nicht sein. Warum muss das sein? Warum können nicht eigentlich alle glauben, egal an was sie glauben, friedlich miteinander umgehen? Warum ist es so schwer? Ich habe Freunde, das sind Mohammedaner. Ich habe sogar einen Buddhisten als Freund, Juden. Es ist mir egal. Es ist mir völlig egal. Ich werde niemals jemanden angreifen, verletzen, beleidigen oder irgendwie verarschen, weil er einen anderen Glauben hat. Würde ich niemals tun. Denn das sollte man einfach respektieren und akzeptieren in unserer Gesellschaft. Das ist auch voll und ganz richtig so. Und so passieren auch am wenigsten Konflikte, am wenigsten Kriege. Denn die meisten Kriege auf der Welt laufen oftmals nur wegen den Glauben. Die gibt es nur wegen den Glauben, was ich sehr, sehr traurig finde und halte. Ein Glauben zu missbrauchen, ein Auslöser von einem Krieg. Zum Glück ist diese Sache nicht erwiesen und sie wissen es immer noch nicht so genau, wieso, weshalb, warum Philippus hat sterben müssen. Und ja, ich hoffe nicht, dass es alleine mit dem Glauben zu tun hat. Ich hoffe es wirklich nicht, weil ansonsten hätten wir ein Riesenproblem. Ich hoffe nur, dass nun so langsam aber sicher unsere Herren in Berlin vernünftig werden. Und halt einfach, ich sag, so traurig wie es ist und so brutal, wie es von mir klingt, die Herren, die hier nichts zu suchen haben, so schnell wie möglich abschieben. So schnell wie möglich. Es hat keinen Wert, es hat keinen Sinn, es ist zu gefährlich. Nicht falsch verstehen, wenn hier jemand herkommt als Asylant und sagt, er wird vom Tod bedroht in seinem Heimatland. Ja, ich finde, diesen Menschen sollte man helfen und sollte ihnen auch Schutz gewähren, Schutz geben, hier in Deutschland. Ich sage dazu auch, herzlich willkommen in Deutschland, herzlich willkommen in Sicherheit. Aber nicht die Leute, die hierher kommen und einfach nur noch Mist bauen. Sowas kann ich niemand akzeptieren, sowas sollten wir nicht akzeptieren, sowas sollten wir auf gar keinen Fall durchgehen lassen. Was diesen Marokkaner angeht, der einen deutschen 55-Jährigen die Treppe runtergestoßen hat mit Todesfolge, möchte ich eins noch dazu sagen, was mir sehr komisch vorkommt, ist, dass er angeklagt wird, ja, wegen Totschlag. Warum ist das Totschlag? Wenn ich jemanden die Treppe runterwerfe, dann ist denjenigen alles
völlig egal, was aus dieser Person wird. Und das hat mit Totschlag nichts zu tun. Das ist Mord. Das ist einfach nur Mord. Heimtückischer, feiger, dreckiger Mord. Und hat in unserer Gesellschaft rein gar nichts zu suchen. Ja, man kann wirklich dazu sagen, ja, ich bin wirklich mehr als angesäuert über diese Sachen, die da momentan so am Laufen sind. Und ich hoffe nur, dass es nun besser wird. Hoffentlich. Und nicht erst nach den nächsten Wahlen, sondern dass die aktuelle Politik, die momentan am Ruder ist, wirklich die faulen Eier aus den Sesseln reißt und austauscht gegen vernünftige Leute, die wirklich was können und wirklich was drauf haben und wirklich für Besserung sorgen. Ja? Also mit unserer Innenministerin, muss ich sagen, bin ich sehr unzufrieden. Mit unserem Bundeskanzler, naja, kann ich leider auch nichts Besseres sagen, so leid es mir tut. Mit unserem Wirtschaftsminister, hat er überhaupt schon mal irgendetwas getan, wo man sagt, der hat etwas auf der Kette. Die Außenministerin, sagen wir nur eins dazu, Wasser predigen, Wein saufen, okay. Ich möchte nicht auf die genauen Details eingehen, weil es wäre zu langfristig, das alles zu erklären, was sie falsch gemacht hat. Ja, also ich finde, es gehört ein Wechsel her, aber ein recht schneller und baldiger Wechsel. Ja, Freunde, das war jetzt ein Video, was wirklich, ja, im Großen und Ganzen sicherlich nicht sehr schön war, dieses Thema anzuhören, aber ich musste es wirklich mal sagen, weil mir diese Sache wirklich ziemlich auf den Geist geht, was hier so abläuft momentan. Auch Deutschland. Deutschland ist auch mein Land. Ja, und drum fühle ich mich einfach dazu berufen, dass ich auch mal die Dinge anspreche, was hier eigentlich falsch laufen. Ja, ich werde sagen, ich werde mich hier auch mal wieder verabschieden. Ja, wie ihr die Sache seht, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und einen Daumen nach oben, würde ich mich immer freuen. Wer es noch nicht getan hat, kann meinen Kanal selbstverständlich und gerne abonnieren. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video und macht's gut. Einen schönen Sonntag euch. Ciao. Tschüss miteinander.